Willkommen zurück bei Wolf bei der LP mit Pokémon Gold der Nuzlocke. Ja, ich habe ja gesagt, ich nehme ein bisschen was alleine jetzt auf. Einfach bloß, damit Content gedrückt wird. Ach ja, und jetzt ist schlecht. Gut. Mache ich das Ganze alleine. Ne? Stört uns ja nicht. So, ich wollte hier in den Markt rein, ne? Weil ich eben Pokémon. Ich bin so vergesslich morgens. Das ist furchtbar. Aber damit muss man leben, das ist mein Kurzzeitgedächtnis. Das ist ohne Ende schlecht. Ja, Pokémon Merchandising. So, dann kaufen wir mal. Und ich habe eine neue E-Mail. Ach, Birk. Verkauf. So, was schmeißen wir raus? Ich guck mal, ob wir irgendwas haben, was wir auf keinen Fall brauchen können. Hier so Riesenperle. Das gibt ordentlich Geld. Sowas verkaufe ich gerne. So, was brauchen wir denn sonst noch? Kauf. Also auf jeden Fall will ich ein paar Aufwecker mitnehmen. Ups. Nein. Ich nehme mal so 10 Stück mit. Ja. Eisheiler braucht man eher seltener. Nehme ich mal 3 Stück mit. Paraheiler. Ja, komm. 5. Und Gegengifte nehme ich auch lieber mal 4 Stück mit. Was, ich kann keine weiteren Items mehr tragen? Was ist denn da los? Gut, dann machen wir es anders. Ja, das ist halt jetzt ein Organisationspart hier. Na, könnt ihr überspringen, wenn ihr wollt. Aber ich wollte euch halt nicht so lange ohne meine Stimme hier zurücklassen. Und das war der falsche PC. PC von Holzer. So, Item ablegen. Was brauchen wir denn erstmal nicht, ne? Aber können wir vielleicht später noch brauchen. Also Sonnenstein, also insgesamt Entwicklungssteine brauchen wir derzeit nicht. Deswegen, ja, kommen die gerade mal weg. Wenn wir noch welche haben, also Metallstaub, ein Ditto-Item. Achso, nee, ich wollte es eigentlich zweimal ablegen. Wir haben mehr als genug von denen, so viel Ditto's werden wir im ganzen Leben nicht fangen. Drachenhaut, das seltene Drachen-Item. Kommt auch weg, erstmal. Wasserstein. Bitterbeere behalten wir. Gut, das war's jetzt eigentlich schon wieder, was ich ablegen würde. Ja. Vielleicht die Aprikokos noch irgendwann, aber wie viel Superbälle haben wir noch ohne Ende. Dann. Und Dragon, auch ein Abonnent von mir, ne? Habe ich hier im letzten Part schon einen gehabt. Gruß an dieser Stelle. Jetzt macht man schon Skype aus und dann fängt Steam an. Ich sag euch, die sind verschworen gegen mich. Ja, Superschutz wäre vielleicht ganz cool, wenn ich da mal irgendwie ein bisschen was dabei hab. Und Briefe sind... Hat irgendjemand mal Briefe außer mit Mist benutzt? Also, klar, ich habe auch schon Briefe geschrieben hier im Spiel und habe die dann einfach bloß einem Pokémon gegeben und einem Kumpel getauscht. Aber so wirklich benutzt hat das doch noch nie jemand, oder? So, Supertrank. Das sollte jetzt erstmal reichen, hoffe ich. Was war hier unten eigentlich? Das weiß ich gar nicht mehr. Geht's auf jeden Fall in den Untergrund. Und hier wieder hoch. Ach, hier ist das Schiff oder was? Wir wollen nicht, dass du ins Wasser fällst. Darum lassen wir dich nicht herein. Oh. Hier kannst du Muschas leicht fangen. An anderen Orten sind sie seltener. Wie viele Angeln hast du? Mit verschiedenen Angeln fängst du verschiedene Pokémon. Ja, danke, gib mir halt eine. Oh ja, Dragon, frohes Neues dir auch. Ich werde dir antworten, sobald die Aufnahme fertig ist. Es tut mir leid, aber in der Aufnahme kann ich halt nicht. Gut. Im Markt fahren wir. Wir waren jetzt eigentlich überall. Ich könnte ihr jetzt gerade noch das Medikament bringen, wenn ich schon hier bin. Weil, ist halt einfach so. Ich weiß gar nicht, was sie für eine Stimme hatte. Das ist ein Problem, wenn man so lange Aufnahmepausen hat. Aber was soll's. Auf geht's nach oben. Lauf, 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 auflauf. Gut, dass wir hier alle Trainer schon besiegt haben, damit so wenig Action wie möglich hier reinkommt. Oh Gott. Leute, ich kann euch ja mal ein bisschen was dazu erzählen. Ich muss nachher wieder Bahn fahren und eine halbe Stunde
abends auf meinen Zug warten. Was war hier drüben eigentlich? Waren wir hier? Ich weiß nicht mehr. Habe ich mit dir schon gekämpft? Nein, sehr gut. Jasmin muss Krankvorsorge um das Pokémon hier sein. Man sieht sie momentan nicht einmal lächeln. Oh, dann werden wir ihr natürlich helfen. So, Angler Adrian. Schickt Sandan in den Kampf. Ach, das gute Sandan. Ja, also, ich muss eine halbe Stunde auf meinen Zug heute Abend warten, weil das Problem ist, theoretisch würde mein Anschluss, also ich muss mit zwei Zügen fahren, einmal in so einen blöden Umsteigepunkt, der seit Jahren renoviert wird und jetzt haben sie endlich mal angefangen, wirklich was zu machen. Ja, und da muss ich dann in den nächsten Zug, so. Der andere Zug, theoretisch kriege ich den sofort, den brauche ich eine Dreiviertelstunde nach Hause. Gesamt. Also auch mit Straßenbahnen dann und so weiter. Alles super toll. Einziges Problem ist halt, der Zug, den ich im Anschluss nehmen würde, fährt, oh Gott, eine Eisattacke gegen Flugtyp. Das ist gefährlich hier, das kannst du nicht bringen. Ja, der Zug fährt lediglich unter der Woche und nicht sonntags. Ja, ich nehme gerade sonntags auf. Manager Adrian wurde besiegt. Ich habe im Momentan auch nichts zu lachen. Momentan auch nichts zu lachen. Ja, hast du nicht. So, gucken wir mal hier oben. Überall, wo ich noch nicht war, sind ja eigentlich noch Trainer, die wir besiegen können. Und das ist gut. Und TM43. Gucken wir uns gleich mal an, was es ist. Beutel. TM43. Ah, hier. Ein Igler. Warum nicht? Könnte ich auch irgendwann mal verkaufen. Aber ich könnte mal die Pokémon ein bisschen umswitchen, weil ich finde, Seriously hat seine Schuldigkeit getan. Ich will die ja alle ungefähr auf dem gleichen Level haben, außer Red Bull, unsere Verteidigungssau. Wir fliegen ziemlich hoch. Meine Vogel-Pokémon sind in Bestform. Ja, das ist gut. Das freut mich für dich, mein Freund. Schwimmer Robin mit seinen Vogel-Pokémon. Naja, ne? Dazu sage ich mal nichts. Kennt irgendeiner von euch das Bild, auf dem so ein, auf dem Red versucht, auf dem Sichlor zu fliegen und dann Gary mit beiden Füßen zusammen auf Topsy steht, ne? Ich glaube, das sagt alles. Wer es nicht kennt, ne? Sichlor kann Fliegen nicht erlernen, hat aber Flügel und so ein scheiß kleines Topsy, auf dem kein normaler Mensch sitzen kann, das kann fliegen. So, und jetzt machen wir hier den Traumfresser. Fressen wir hier alle auf. Falls ihr euch fragt, warum ich das mit der Stimme ab und zu mal so tief mache, keine Ahnung, ich habe einfach Lust drauf. Na, ist aufgewacht. Und es kann Eisstrahl. Ich habe aber Eisheiler dabei, falls es uns wieder einfriert. So. Benutz mal Wickel. Ging daneben. Super. Ich weiß nicht, ich... Es widerstrebt mir so ein bisschen, das Vieh mit nochmal Hypnose anzugreifen. Weil es sich eigentlich dafür nicht mehr lohnt. Ja, aber es greift die ganze Zeit mit Eisstrahl und ich müsste mich ja schon irgendwann mal heilen, aber auf der anderen Seite hat er ja noch ein Pokémon, mit dem ich mich heilen kann. Ja, das lohnt sich nicht. Wenn ich jetzt nur einmal Wickel treffe, dann ist er weg. Und mal gucken. Es hat gereicht, sage ich ja. Gut. Schlumpf kriegt aber ordentlich Erfahrung von den Viechern, das ist gut. Und ein Kingler. Okay, Mama. Immer im Hinterkopf behalten, Kingler besitzt die Drachenwut. Das ist die Attacke schlechthin. Es hat keine Wirkung. Okay, es kann auch Spukball. Gut, noch überleben wir einmal. Theoretisch. Theoretisch überleben wir noch einmal. Und Kingler ist das einzige Pokémon, das mit offenen Augen schläft. Nein, ist es nicht, aber es ist eins der Pokémon, das mit offenen Augen schlafen kann. Deswegen saugen wir jetzt gleich mal seinen Traum auf und heilen uns. Und ich denke mal, das wird eine Vollheilung. Ja, sehr schön. Siehst du, Schlumpf, dann bist du wieder fit. Vor dir lasse ich mir keine Angst mehr machen, Kingler. Oder von dir, nicht vor dir. Sonnenkern. Ja, super. Jetzt kommen die schwachen Pokémon. Das ist doch ein... Leute, kann es sein, dass das ein Shiny Sonnenkern ist? Das wäre mein erstes Shiny-Pokémon, das ich hier sehe und mein Gegner hat.
und ich darf es nicht fangen. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, die sahen wirklich damals in der Edition so aus, oder? Ich werde auf jeden Fall nach dem Part nochmal nachgucken. Ob das jetzt Shiny war oder nicht. Flammenrad, das Vieh kann allen Ernstes Flammenrad. Das ist eine sehr effektive Attacke. Die aber uns irgendwie nicht wirklich interessiert. Komm nochmal Egelsamen drauf. Das macht mich jetzt fertig, dass ich nicht weiß, ob dieses Pokémon Shiny ist oder nicht. Ihr werdet es mir wahrscheinlich jetzt unter den Dings posten, ne? Es ist kein Shiny, das sah schon immer so aus. Was denkst du dir nur? Im nächsten Part kann ich euch sagen, ob es Shiny war oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich weiß es doch nicht. So, Robin. Ups, sie sind abgestürzt. Ja, weil keins von denen fliegen kann. So, hier könnten wir theoretisch auf die letzte Ebene runterfallen. Ja, und das müssen wir auch tun. Weil, hier ist nichts. So, aber hier müssen wir, glaube ich, runter. Ja. Gut, dann übergeben wir mal die Medizin. Achso, ich dachte, wir wären schon da. Hier können wir Medizin übergeben. Wird diese Arznei am Vieh helfen? Bolzer übergibt Jasmin den Geheimtrank. Sei bitte nicht beleidigt. Amphi nimmt die Arznei nur von mir. Wie geht es dir? Palu, 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 Palulu, Palu, Palulu. Oh, ich bin erleichtert. Das ist einfach wundervoll. Ich danke dir vielmals. Ich kehre in die Arena zurück. Gut, Ampharos, wir haben es geschafft. Du bist wieder fit. Und ich darf wieder runtergehen, ne? So, beschleunige ich mal ein... Achso, von hier aus komme ich ja gar nicht runter. Ich muss ja hier neben irgendwo runterstürzen. Moment. Da ist noch ein Item. Ich hab's mir gedacht. Bevor ich jetzt hier nämlich runtergehe. Bolzer findet Top Aether. Ja, Aether ist eigentlich kein schlechtes Item. Ja, man muss hier immer alles absuchen. Sonst vergisst man irgendwas Wichtiges. So, zack, zack. Bisschen beschleunigen, ne? Ist ja drin. Mach ich unsere Pokémon auch mal wieder fit. Für die Rückreise. Ja, wir müssen ja jetzt... Wir haben ja drüben in Fausthafen, war das ja, glaube ich, noch nicht alle Orden gesammelt. Ja, da muss ja noch der Orden her. Das mache ich ja dann aber mit Dark Slicer zusammen. Das mache ich nicht alleine. Oh, ich habe hier noch einen Trainer vergessen. Gehst du nach Anemonia City? Wie wäre es erst mit einem kleinen Kampftraining? Und ja, stimmt, es hieß ja Anemonia City und nicht, ne? Fausthafen. Fausthafen war in der dritten Generation. Aber was Größeres als ein Visor hätte sie uns schon bringen können. Weil das Vieh auffressen, dann kriegen wir ja kaum was an Erfahrung. Und ist auch noch ihr einziges Pokémon. Aber egal, was soll's. Erfahrung ist Erfahrung und Schlumpf kann sie gebrauchen. Ja, es zieht ganz okay. Aber es wacht dummerweise schnell. Oh Gott, Psychrad. Gefährlich. Ups, was setzt denn jetzt noch drauf? Das ein. Ja, ist okay. Auf Psychstrahl, so. Das hat keiner gesehen eben. Gut, gleiche Strategie wie im Leuchtturm. Die Egelsamen machen den Rest. Ich glaube, das Vieh kann nur Psychstrahl. Schön hier wieder, ne? Regenerieren. Und ich setze jetzt doch nochmal die Hypnose ein. Einfach bloß, damit es uns keinen Schaden mehr macht. So, Egelsamen wirken ja trotzdem. Gott. Haben wir zumindest ein bisschen HP noch regeneriert. Ja, sage ich ja, 256 für ein 21er Pokémon ist wenig. Diesmal habe ich verloren. Ich sehe es kommen. Die Top 4 greift uns wieder mit irgendwie sowas wie Raubi an. Ich lasse mich im Wasser treiben und von den Wellen davontragen. Oh, ist aber... Ist ein schöner Gedanke und das da ist ein Abra. Was macht ein Abra mitten im Wasser? Es schwimmt.
kann nur eine Attacke, deswegen benutze ich jetzt mal Egelsamen. In der Hoffnung, ja, es ist nur Kratzer, gut. An dem Vieh können wir uns zumindest wieder voll aufladen. Ja, es hat keine Wirkung. Du auf uns auch nicht, Abraham. Ja, Abraham. Ich glaube, das... Naja, es ist immer so... Das ist die Frage. Man weiß nie, ob es wirklich keine Wirkung hat. In späteren Generationen wird deswegen dann genauer gesagt. Weil keine Wirkung... Ja, das war halt früher so, weil Hypnose kann ja nicht daneben gehen. Das kann bloß nicht wirken. Oder es kann schon daneben gehen, wenn man dem Vieh zu blöd ist, in die Augen zu gucken. Gut, dann machen wir es halt mit Wickler fertig. Oder mit Wickel, ist ja nicht Wickler. Wickler war das war kein Pokémon, sondern war aus Mario, was ich auch mal wieder spielen möchte. Wenn die Zeit es hergibt, derzeit ist ja Zeit ein bisschen begrenzt. Jetzt wieder, muss ja wieder jetzt für die Uni einiges tun. Aber irgendwann ist mein Semester aber vorbei. Habe ich wieder 2 Wochen Ruhe und in denen kann ich dann wieder schön viel aufnehmen. Dürfte dann um Ostern rum sein. So viele Abras. Ah, es wirkt doch. Sehr schön, es kann eh bloß Kratzer. Und Abra gibt wahrscheinlich auch jetzt... Das ist verdammt wenig Erfahrung. Aber wir haben's. Abra ist Abra. Sagt Abraham zu Bebraham, kann ich mal dein Zebra haben. Ja, so. Schleunigen wir mal ein bisschen. So. Ach, hier ist... Hier ist Wand. Okay. Noch eins. Nee. Ganz ehrlich, für so wenig Erfahrung lohnt sich das nicht. Haben wir dich eigentlich gekillt, oder? Ich glaube ja. Es ist nicht sehr entspannt, sich auf dem Wasser treiben zu lassen. Ach so, ist es nicht. Ach ja, Mark. Halt die Klappe. Okay, scheinbar haben wir da alle Trainer besiegt, weil ich konnte jetzt mit dem Turbo vorbei, ohne dass mich irgendwer aufgehalten hat. So, hier unten müsste aber irgendwo die Insel kommen. Ach ja, Killer-Gengar, ne? Hat keine Wirkung, hat keine Wirkung. Aber das hat Wirkung. Gut, wenn es jetzt nicht Unlicht-Typ ist, dann können wir es einfach auffressen. Ich hätte gern so ein Gengar, ich darf hier ja nicht mehr fangen. Gut, da das nicht sehr effektiv ist, gehe ich dann doch zu den Egelsamen über. Ja, man weiß bei so einem Vieh nie, was es kann. Wenn ich jetzt mich zu lange daran aufhalte, wer weiß, was dann kommt. Und ich bin gespannt, ob es wirklich ein Geisttyp ist. Das werden wir gleich mit Wickel sehen. Ja, ich leech das Vieh tot. Okay, es ist wirklich ein Geisttyp. Kein Wunder, warum hat es... Achso, dann ist wahrscheinlich Geist und Stahl oder so. Und Stahl überwiegt irgendwie. Keine Ahnung. Ich wüsste zumindest nicht, auf was normal sonst noch nicht wirkt. Und Psycho auf Geist, ja stimmt, wenn es Geist Stahl ist, ist es nicht sehr effektiv, ja wahrscheinlich ist es dann so. Boah, aber wir ziehen dem ja langsam aber sicher sein ganzes Leben ab. So, jetzt wacht's wahrscheinlich auf, ja ich hab's gewusst. Ha, ruckzucki. Das war's. Mal gucken, ob es viel Erfahrung gibt. Boah, für ein wildes Pokémon ist das echt nicht schlecht. So, jetzt müsste hier aber irgendwo langsam mal die Insel kommen. Ja. So. Es kann wahrscheinlich nur ruckzucki, das ist schön. Egelsamen. Ich beschleunige das Ganze jetzt mal ein bisschen. Weil, ja, der Part ist eigentlich schon vorbei, aber ich möchte hier ja ganz gern die Insel noch erreichen. Ach, die ist schon da, ne? Noch ein Gengar. Ne, gleiches Prinzip wie eben. Immer schön hier mit dem Traumfresser drauf. Ach, ist aufgewacht. Und irgendein Attack ging daneben. Ach so, wahrscheinlich meine. Ach, es kann Säurepanzer. So. Ja, jetzt können wir mal, bis Hypnose irgendwann mal wirkt. Es hat wahrscheinlich wieder Ruckzuckhieb eingesetzt, was überhaupt bei uns überhaupt keine Wirkung hat. Hat das gerade Platscher gemacht? Naja, wenn es meint, dass es platschen muss. Ich bestätige das Ganze ja eh ein bisschen drüber. Und wir haben es geschafft. Wir sind wieder da, wo wir gestartet sind. Und da haben wir zumindest jetzt
für Montag und Dienstag, beziehungsweise für gestern und heute. Ein paar schöne Parts. Und was stehst du hier eigentlich rum? Dieser Trainer in dieser Achso, ja, das hatten wir ja schon. Gut, Leute, dann lasst mir doch im letzten Kommentar da einen Daumen nach oben, würde ich mich tierisch drüber freuen. Und tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Gold, die Nuzlocke. Vielleicht wieder mit der Gleiser, euer Wolf.